Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Das Wetter ist heute so schön. Ja, und ich möchte euch heute meine komplette Bilou-Sammlung zeigen. Das Video ist deswegen entstanden, ich war letzte Woche beim Biber, habe so geschaut und habe etwas Neues entdeckt. Ja, und wie ich das gesehen habe, habe ich mir überlegt, wieso machst du nicht eine komplette Bilou-Sammlung, weil es sind nämlich noch zwei Sets dazugekommen, die ich euch, glaube ich, nicht gezeigt habe. Und deswegen habe ich mir überlegt, komm, machst dann einfach die komplette Sammlung. Bevor wir beginnen, muss ich sagen, ich schaue mir Bibi Beauty's Palace sehr gerne an. Ich schaue mir sehr gerne ihre Vlogs an. Und seitdem sie Mama ist, ist sie mir noch sympathischer geworden. Ich muss sagen, die zwei Kinder haben ein wunderbares Leben. Urlaub, ein tolles Haus und so. Ja, das ist alles nicht selbstverständlich. Ich gönne ihr den Erfolg und sie hat mit Bilou wirklich etwas Tolles gemacht. So haben ihre treuen Fans und ihre Fans etwas. Und nicht nur Fans, sondern auch Mamis und wir alle, die auch keine Kinder haben, haben etwas von ihr. Und ich habe immer gedacht, das kaufen nur Teenager. Nein, auch ich als erwachsene Frau kaufe das auch. Weil ich muss es sagen, optisch ist das ein kompletter Hingucker. Und zweitens habe ich es jetzt nicht gekauft, nur weil es optisch gut ausschaut, weil es wirklich verdammt gut riecht. Das muss man lassen. Und es kommen immer wieder welche neue Sachen raus. Wie gesagt, zum Beispiel, das habe ich so sehr geliebt, Leute. Ich habe das fünfmal zu Hause. Fünfmal. Drei habe ich hergeschenkt in den Tauschpaketen. Aber ich gucke da mal, das ist schon in Verwendung. Ich habe das wirklich, ich liebe diesen Duft. Der Duft ist einfach einzigartig. Und zwar ist da drinnen Sternschnuppen, Schweiß, süßer Vanille, Sweet Starry Night. Also wer kann da widerstehen? Oh, jedes Mal, wenn ich da mit denen dusche, bin ich wirklich hin und weg. Also ich muss wirklich sagen, diese ganzen Bilou-Schäume und das Ganze ist wirklich so was Tolles. Ja, aber ich kaufe jetzt öfters die Duschgels, weil die kosten 1,99 € und wenn die vom Sortiment weg sind, dann kosten sie sogar 1,50 €, aber da muss man wirklich Glück haben. Also, ich kaufe mir lieber die Duschgels statt die Schaums. Früher gab es ja die nicht, vor 5-6 Jahren. Da habe ich mir ihre Duschschaums gekauft, aber jetzt kaufe ich mir sehr gerne ihre Duschgels. Und zwar, da besitze ich ein Duschgel, also besser gesagt zwei. So, ich hätte das ein bisschen schauen müssen, genau. Und dann habe ich hier von Bilou, das ist dieses Tropical Kiwi. Oh, das ist so gut, das riecht so toll. Man hat irgendwie das Gefühl, wie eine frische Mango oder ein frisches, fruchtiges Eis. Also wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich wollte euch das ein bisschen so zeigen, Duschgel, Duschgel, aber ich werde das jetzt so machen, wie ich es schaffe. So, dieses Bilou-Koffer, den habe ich wirklich günstig bekommen von 19,99 € auf 10 €. Da war drinnen Bilou Bubblegum. Also manche Sorten gibt es wirklich nur entweder im Shop oder auf so Sets. Also Bilou Bubblegum, dann bin ich schon so neugierig. Wie ich das gesehen habe, konnte ich nicht anders. Ich musste mir den Koffer kaufen. Dann Sweet Popcorn, also mega. Also ja, ich habe das sogar schon mal getestet. Boah, das ist so gut. Also jein, das ist so was Tolles. Und ich will die Dinge auch gar nicht wegschmeißen. Ich weiß nicht, ob man sie so aufheben kann, aber ich glaube schon. Dann, was mir sehr gut gefallen hat, dieses Plumpy Kiss. Endlich etwas auch mal mit Pflaume. Das war so eine richtig tolle Mischung mit Pflaume und, Moment, schauen wir mal, was da drin war. Aha. Nach süß-sauer Zuckerpflaume. Ja, das war wirklich ein einzigartiger Duft. Und ich liebe ihre Düfte. Das ist immer so einzigartig. Den habe ich sogar zweimal da und den möchte ich auch gar nicht wegschmeißen. Der schaut optisch mega aus. Also mir gefällt sowas wirklich. Ich bin wirklich so eine verrückte Nudel, wo ich sage, das ist so mega. Also ja, das schaut auch so schön aus, auch wenn man es oberhalb vom Regal gibt im Badezimmer.
Also Deko hätte man gleich auch mit Bilou zusammen. Dann habe ich in der Glossy Box, war das, glaube ich, drinnen, dieses Cozy Handy. Das ist, was ist denn da drinnen? Das sind Karamellbonbons. Oh Gott. Ja, das riecht wirklich nach Karamell. Ach Gott, Karamellbonbons. Also ich mag wirklich alle ihre Sachen. Dann habe ich einmal etwas, was aber schon wirklich lange ist, das Cotton Candy. Ja, ich bin überlegen, soll ich das langsam wegschmeißen oder nicht, weil da ist nichts viel drinnen, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich möchte die gerne sammeln. Dann habe ich mir einmal gekauft beim Müller, war ein großer Pott und zwar gab es da zwei Richtungen. Ich glaube einmal etwas, jetzt kann ich mich nicht erinnern, es waren aber zwei Richtungen und ich habe einmal genommen Karamell mit Makronen. Leute, das riecht so gut in diesem Set. Der war einmal verbilligt von 14,99 und dann war er einmal sogar bei Müller, glaube ich, um 7 €, aber das war wirklich schnell weg. Und zwar hat man sogar diese wunderschöne Tasche bekommen von ihr. Und drinnen war aber Haarpflege. Einmal war Karamell Makroni 100 ml, war einmal das Shampoo und der Conditioner. Und einmal war auch so drinnen so eine kleine Tasche. Da konnte man so, ja, Geld oder Schlüssel. Und man kann ja auch diese Tasche, kann man ja hier auf der Seite, kann man das alles reingeben. Nur möchte ich das wirklich nicht verwenden. Ich möchte das wirklich nur so, entweder für den Schminktisch oder optisch, muss man schauen, wie ich das dann am besten ordnen möchte. Also so hat es eigentlich ausgeschaut. So schaut es eigentlich von innen aus. Ich habe aber das umgedreht, weil mir Pink ein bisschen besser gefällt. Also ja, da war drinnen ein Haarshampoo, ein ganz, ganz kleiner Haarspray von Bilou. Den habe ich die Sachen, den Conditioner und den Spray, habe ich im Badezimmer als Verwendung und diese, das wird sowieso nicht weggeschmissen. Das kommt auf jeden Fall in mein Regal. So, dann habe ich etwas, was ich nicht gezeigt habe, vielleicht auf Instagram, ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich hier von Bilou, das habe ich wirklich so toll. Da ich mache wirklich so tolle Schnäppchen. Ich glaube, das hätte gekostet 29,99 € und ich habe das bekommen für 12,99 €. Und ich habe wirklich die letzten zwei erwischt. Und zwar, ja, eines habe ich hergeschenkt und eines für mich. Und zwar haben wir hier ein Bilou Parfum. Das ist allerdings mein erstes Bilou Parfum, dann haben wir hier ein Duschgel und ein Schlüsselanhänger. Und Leute, der Schlüsselanhänger spricht für sich. In den Koffer war sogar eine kleine Manschette. Und jetzt muss ich, also jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie dieses Duschgel riecht. Das ist nämlich so eine Limited Edition, die gibt es leider nicht zu kaufen. Also es ist jetzt nicht so süß, aber. Ja, es riecht sehr edel. Also es ist jetzt nichts, da ist jetzt kein Kiwi, keine Banane oder was drinnen. Das ist einfach ein warmer, fluffiger Vanille. Ja, und es riecht wirklich, ja, also sehr edel riecht das. Und hier steht sogar dabei, ein Spritzer Nektarinen und fruchtige Beeren. Obwohl ich die Beeren jetzt gar nicht rausrieche. Es riecht mehr so wie ein edles Duschgel. Und ich will ehrlich gesagt das auch gar nicht verwenden, weil das schaut so, ja, edel aus. Und ich bin immer froh, wenn ich immer solche Sachen günstiger bekomme. Ja, und dann habe ich einmal dieses Limited Edition 5 Jahre. Das schaut ja auch so toll aus. Dieses, was ist denn da drinnen? Fruchtiger, süßer Duft, ganz in Rosa. Aha, und da steht aber leider nicht drinnen, was es ist. Ist auch okay. Aber dafür ist es dieses 5-jährige Limited Edition. Hier steht sogar auch drauf, 5 Jahre Limited Edition. So, und jetzt kommen wir, hoppala, jetzt ist mein Bilou schon runtergefallen, zu dem, was ich beim Bipa gefunden habe. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache euch jetzt gleich ein komplettes Video draus. Und ich habe euch auch vergessen zu zeigen, diese Pink Lemonade, diese Repair Spray, da habe ich wirklich noch eins gehabt in Verwendung. Das habe ich gleich beim Aufgebrauch einmal berichtet. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Aber oft gibt es dann die beim Bipa, oft dann 2,50 € oder 5 € und das riecht auch wirklich.
Ja, es riecht auch gut. Obwohl es Lemon ist, muss ich sagen, riecht spitze. Dann habe ich ja noch ein Pflegeschaum. Das habe ich einmal hier, habe ich im Vanille warm und hier habe ich einmal in Moment, außergewöhnliche Düfte, die euch den Tag versüßen. Blue Diamond Hands duftet nach frisch glitzernde Bergsee. Shine Bright. Okay. Mandelöl, Avocadoöl, Feuchtigkeit spendet, 100% vegan. Okay. Ja, also auch wirklich wunderschön, diese ganzen Pflegehandschuhe. Ich mag die Pflegehandschuhe jetzt wirklich nicht sehr. Also da muss ich euch ehrlich sagen, das wäre dann doch lieber so eine Tube für mich gewesen. Diese Schaums mag ich nicht so. Ich habe auch damals nicht gewollt, wie diese Schaum. Da waren es ja so Handschaum von Balea vor Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch da erinnern könnt. Auf jeden Fall legen wir mal los. Und zwar kostet das 9,99 € und da haben wir 5x50 ml Blue Rainbow Set erhältlich. Es ist auch wirklich so was Schönes, jemandem zu schenken. Auch wenn man jetzt nicht Blue-Fan ist, es riecht ja wirklich gut. Es ist jetzt nicht nur, ich habe mir das jetzt nicht gekauft, nur weil ich ein Bibi-Fan bin oder weil ich Bibi anschaue. Oh mein Gott. Leute, was soll ich dazu sagen? Kann man dann noch irgendetwas sagen? Ich glaube nicht. Schaut euch das an. Und ich bin froh, weil das Cotton Candy oder Tasty Donut, die zwei Sachen habe ich ja schon einmal gehabt, das Cotton Candy. Also kann ich dann das mit guter Absicht, wenn es noch zwei, dreimal kann man es verwenden, ist nicht mehr viel drinnen, wegschmeißen. Und dann könnte ich wenigstens die kleinen Flaschen auf dem Regal hinstellen. Oh mein Gott, nur weiß ich nicht, ob Freezy Berry, wie das riecht, und Pink Grapefruit. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen neugierig. Das ist jetzt Freeze Berry. Ich wollte das eigentlich nicht. Hoppala. Das riecht aber gut. Das riecht nach einer ganz frischen Beere, ist jetzt aber nicht so süß. So, und jetzt riechen wir noch einmal das Pink Grapefruit. Ja, Grapefruit, da bin ich nicht so ein Freund, aber ich gebe jedem eine Chance. Ah ja, das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Das riecht nach richtiger Grapefruit. Also das würde ich mir nicht kaufen. Das ist wirklich nicht gut. Nee. Aber optisch zum Hinstellen bei den anderen Schaums, ja. Und jetzt bin ich gespannt auf dieses Rose Love. Ja, das ist so ein zarter, rosiger Duft. Der ist jetzt nicht so kräftig. Aber ich bin positiv überrascht über dieses Freezy Berry. Das riecht sehr nach Beeren, obwohl ich das wahrscheinlich nie gekauft hätte, aber ja, also ich muss euch sagen, das Pink Grapefruit hat mich sehr enttäuscht und das Rose Love ist, ja, es ist jetzt nicht so diese Süße, wie man es gewohnt ist von Bilou, aber es ist okay, aber das ist wirklich, oh nein, das ist jetzt wirklich nicht mein Fall. Nee. Genau, und dann habe ich auch noch, wie ich euch gesagt habe, von Pink Lemon habe ich den Spray und einmal diese. Also ich habe mir eigentlich alle drei gekauft. Ich sehe jetzt, dass das wirklich auch gut in Verwendung ist. Und die Haare sind auch wirklich immer wunderschön von Bilou. Ja. So, ihr Lieben, meine Bilou-Set ist wirklich aus. Was ich auch nochmal verwendet habe, ist von Bilou so ein Pflegestift in Kaktus. Oh, ich würde so gerne mal dieses Eiscreme verwenden von Bilou, aber ich weiß nicht, 4,99 € ist mir schon teuer. Ich habe mir mal das gekauft in Kaktus, weil es in DM verbilligt war, aber 4,99 € ich glaube, das ist ein öliger Stift, genau. Ich weiß nicht, also ja, da tut es mir schon ein bisschen weh fürs Geld. Aber ich muss sagen, alle Achtung. Also ich würde mir so gerne wünschen, dass es eine
Bodybutter gibt. Also wenn da eine Bodybutter mal gäbe, oha, also ich glaube, ich würde da wirklich viel kaufen, vor allem wenn das dann so riecht nach Cotton Candy und man schmiert sich dann ein in dieser Bodybutter. Also ich liebe das einfach, diese süße Duft und ja. Ah, meine Lieben, ja, genug geschwärmt von Bilou. Ich bin gespannt, was wieder so Neues kommt. Und ich würde sagen, ich werde dieses Video jetzt beenden. Für alle Bilou-Fans und für alle da draußen, die Bilou mögen, könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch so eine krasse Sammlung habt oder sagt ihr, nee, Bilou geht gar nicht, ich mag das nicht. Ja, also ich mag optisch und auch der Geruch ist süß. Ja, also ich mag Bilou und ich bin wirklich neugierig, welche neue Bilou-Sorten jetzt an im Sommer kommen. Da bin ich wirklich schon neugierig. Und ja, Leute, ich werde dieses Video jetzt beenden. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass euch meine Bilou-Sammlung gefallen hat. Und wenn ihr noch so Sammlungen sehen wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wenn ich das noch einmal im halben Jahr noch einmal drehen soll, mit neuen Produkten natürlich, dann schreibt es mir gerne. Auf jeden Fall würde ich jetzt das Video beenden, euch einen wunderschönen Tag wünschen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal. Eure Lola, tschüss!